Patella oder aber auch Kniescheibe ist das größte Sesambein des menschlichen Körpers und liegt in der Oberschenkelsehne. Es überträgt also die Kraft vom Oberschenkel auf den Unterschenkel und bildet einen Teil des Kniegelenkes. Die Kniescheibe läuft in einer knöchernen Rinne, die die Oberschenkelrolle bildet und wird des Weiteren stabilisiert auch durch Sehnen und aber auch durch Muskelverbindungen. Wenn es zum Auskugeln der Kniescheibe kommt, dann ist es häufig entweder durch einen direkten Anprall von der Innenseite des Kniegelenkes, der unmittelbar die Kniescheibe trifft, oder, und das ist deutlich häufiger, bei einer maximalen Anspannung der Oberschenkelmuskulatur, während der Unterschenkel etwas verdreht ist und das Bein sich an einer geringen X-Beinstellung befindet. Der Betroffene merkt sofort, dass es zu einer Verrenkung der Kniescheibe gekommen ist, denn es kommt zu starken Schmerzen und auch zu einer Gehunfähigkeit des Kniegelenkes, solange die Kniescheibe sich in der Fehlposition, das heißt in der Luxation, befindet. Die ausgekugelte Kniescheibe muss umgehend wieder eingerenkt werden und dies wird der erstbehandelnde Arzt umgehend tun, wenn dies nicht von alleine bereits passiert ist, und wird dann eine bildgebende Diagnostik durchführen. Das ist zum einen das Röntgenbild, um knöcherne Verletzungen auszuschließen, und eine MRT-Untersuchung, um festzustellen, welche Bandstrukturen gerissen sind. Die Stabilität der Kniescheibe wird ja zum einen knöchern, ist zum einen knöchern bedingt, das heißt, man kann die knöcherne Form der Kniescheibe wie auch der Oberschenkelrolle im MRT sehen und daraus schlussfolgern, wie hoch das Risiko ist, dass ein erneutes Auskugeln der Kniescheibe passieren könnte. Des Weiteren guckt man sich an, welche Sehnen und Bänder gerissen sind und welche Therapie dann individuell entschieden für die jeweilige Person das Richtige ist. Man unterscheidet zum einen die konservative Therapie, die häufig mit sogenannten Orthesen, das heißt mit Bandagen, durchgeführt wird, und die operative Therapie. Und die operative Therapie richtet sich danach, welche Pathologie maßgeblich ist für den instabilen Lauf der Kniescheibe. Man kann also entweder die knöcherne Furche vertiefen, oder man kann die Bandstrukturen stärken, insbesondere auf der Innenseite, oder den Muskelzug verändern, indem man deren Ansatz der Sehne verändert. Wenn eine konservative Therapie versagt, kann die operative Therapie häufig zu einem stabilen Lauf der Kniescheibe führen, sodass die Prognose der Patellaluxation häufig gut ist.